Ich bin die Sandra und ich komme aus Garching und heute sind wir am Garchinger See. Ich arbeite in der Kita. Man merkt es schon in der Arbeit mit den Kindern, gerade wenn man die auf dem Arm hat. Und dann hat man gleich wieder die Dapper auf der Brille oder muss Angst haben, dass die Kontaktlinse verrutscht. Ich habe mich für Munich Eye entschieden, weil ich mich mit einer Freundin verabredet habe am Abend. Wir saßen zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich sagte zu der Freundin, dass ich meine Kontaktlinsen rausnehmen muss, weil mir einfach schon von dem Tag die Augen brennen und ich meine Brille aufsetzen müsste. Und dann sagte sie zu mir, das ist ja super ärgerlich. Sie hat eine ICL machen lassen und dann hat sie mir die ICL erklärt und ich bin ganz baff gewesen, dass ich das noch nie gehört habe, was es überhaupt ist und dass es so einfach sein kann. Ich habe dann bei Munich Eye angerufen und habe mir einen Termin geben lassen. Habe dann während der Kontrolle relativ schnell erfahren, dass meine Werte teilweise echt Katastrophe sind, weil ich doch über 10 Jahre Kontaktlinsen getragen habe und mich keiner informiert habe, was das irgendwie auslösen kann am Auge. Und dann war daraufhin eigentlich relativ schnell klar, dass die ICL, die für mich in Frage kommt, gemacht werden muss. Also ich habe auch ein Feedback bekommen von einer Freundin, die bei einem anderen Anbieter war, die einfach eher unzufrieden war und da hat mir der Vorgang bei Munich Eye, so wie es abgelaufen ist, einfach am allerbesten gefallen und zugesagt. Also was mich besonders gefreut hat, ist einfach das Team, das so herzlich war und total aufmerksam auf Probleme eingegangen ist, auf offene Fragen eingegangen ist. Jeder einzelne Schritt, egal ob bei der Behandlung davor, währenddessen oder danach, war Zeit und Raum einfach für den Patienten da zu sein. Meine einzige Sorge war, was passiert, wenn was schief läuft. Die Sorge ist mir relativ schnell genommen worden, einfach auch aus der Erfahrung heraus, die mir da entgegengebracht worden ist bei Munich Eye. Ich war aufgeregt, aber eher positiv aufgeregt. Für mich war klar, dass ich das nicht mitbekommen will. Also die Anästhesistin war so eine Liebe, die hat sich so gut um mich gekümmert und ich war weg und bin wieder aufgewacht und alles war gut. Und jetzt muss ich mich nicht mehr nach Wind und Wetter richten, sondern ich kann einfach rausgehen. Die kleinen Momente machen es aus, ja. Jeden Morgen habe ich das Gefühl, wie cool, dass ich mir die 10 Minuten spare, keine Kontaktlinsen reintun muss, sondern einfach aufstehe und in den Tag starten kann.